Letzte Szene ist in der Disco, in einem Club. Wenn der Titel heißt Fireworks, wir haben irgendwie versucht, von einem vom Lichtdesign her, das dem irgendwie anpassen. Das Feuer der Liebe entfacht und alles ist irgendwie, es ist nicht mehr aufzuhalten. Ja, Dunkelheit ist immer ein Thema. Gerade beim letzten Clip haben wir viel in Dunkelheit gedreht. Man hat irgendwie, man hat den Tunnel, der dunkel ist, man hat den Club, der dunkel ist, und da braucht man in der Regel sehr viel Licht. Also es war auch hier wieder eine Challenge, das alles auszuleuchten. Man möchte ja auch, dass trotzdem noch dieses dunkle Gefühl rüberkommt. Ja, also die 11T-Reihe hat mich da auf jeden Fall überrascht. Man hat immer Limitationen, aber es war auf jeden Fall doch ein Stückchen einfacher, als ich dachte. Und da ist eben auch der Moment, er sieht sie plötzlich, er freut sich, sie zu sehen. Es ist kurz davor, dass er zu ihr hingeht und sie anspricht. Und da stellt er eben fest, dass unsere Protagonistin mit ihrer Freundin in Gebärdensprache kommuniziert. Und er im ersten Moment versteht, oh, ich kann ja gar nicht mit dir sprechen. Was mache ich denn jetzt? Und er merkt dann halt, klar, wir sind im Club, es ist eh zu laut, hier kann man sowieso nicht reden. Wir brauchen die Sprache nicht als Kommunikationsmittel. Und was man gerne immer vergisst, ist, dass auch 50% eines Films ist auch immer der Ton. Wenn wir in den Club gehen, hören wir eben die laute Musik, die am Ballern ist. Alle Leute sind am Tanzen, alle Leute freuen sich und alle haben ihren Spaß und ihre Freude. Und unsere Protagonistin, die taub ist, ist eben auch im Club. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht in den Club gehen kann, sondern sie spürt eben die Bässe, die Vibration. Und wenn wir eben in ihre Perspektive springen, wenn sie Terrence sieht, dann springen wir sozusagen in die Perspektive, wie sie das hören würde, insofern man das von unserer Seite darstellen kann. Und genau das ist ja auch wiederum, was ich eben gesagt hatte, worum der Film irgendwie auch handelt, dass die Hauptkommunikation doch irgendwie die Ebene der Liebe ist. Und dass es irgendwie das Liebe universell ist und man da halt irgendwie keine Sprache braucht, um darüber zu sprechen. Und genau das ist halt eben das, wenn sie sich beide halt eben treffen und dann zum ersten Mal sich berühren, sich gegenüberstehen, sich anschauen können und man dann eben ein Feuerwerk der Emotionen und der Liebe haben, wenn sich zwei Leute gefunden haben. Gerade in der letzten Szene war uns ganz wichtig, dass man auch irgendwie dieses Fireworks-Gefühl kriegt. Und da habe ich dann vor allem auch mit Licht gespielt und auch wieder mit dem Slow-Shutter-Effekt, der einem da irgendwie dieses sehr, sehr besondere Gefühl gibt. Wir haben das Licht irgendwie so in verschiedenen Farben flackern lassen, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Feuerwerk. Und dann mit dem Slow-Shutter-Effekt sind wir um die Person rumgeflogen. Dadurch, dass man halt irgendwie immer so wenig Bilder hat, ist bei jedem Bild wieder eine andere Farbe. Und das sah dann ganz verrückt aus und hat zu einem Ergebnis geführt, wo ich auch sehr positiv überrascht war. Also ich habe mir was Ähnliches vorgestellt, aber dass es so verrückt aussieht, dass, ja, das hat sich dann so ergeben. Und naja, der Film zelebriert eben die Liebe zum Kino und die Liebe am Leben generell. Und die ganzen Aspekte habe ich versucht, so gut wie möglich aus meiner persönlichen Perspektive da einfließen zu lassen. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass wenn man eine Geschichte erzählen will, dass man darüber sprechen soll, was einen selber einfach interessiert. Das ist das Allerwichtigste. Und ich meine, so wie selbst es schon Coppola in den 90ern gesagt hat, irgendwann in der Zukunft wird es möglich sein, dass irgendein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge aus dem kleinsten Hinterwäldlerdorf einen Film drehen kann. Und man braucht halt eben keine großen Kameras dazu, sondern man braucht halt eben einfach nur eine Idee und eine Geschichte, über die man spricht. Und das ist das Allerwichtigste, sich den Sachen anzunehmen, die einen selber interessieren. Und ich finde es total schön, dass man jetzt sogar mit einem Handy eine kinoähnliche Qualität erzeugen kann. Und ich glaube, das kann auch sehr inspirierend sein, gerade für Leute, die noch neu irgendwie sind in diesem Geschäft. Das Ende ist eben nochmal, sie brausen durch die Nacht und haben sich zusammengefunden und so endet der Film.